Die Beziehung Jesu zu seinem Bruder Jakobus wird übersehen. Im Neuen Testament glaubt Jakobus ihm nicht. Jesus sagt, er sei der Messias. Jakobus sagt nein. Jesus ist weiterhin mit seinem Bruder Jakobus zusammen. Spricht mit seinem Bruder Jakobus. Liebt seinen Bruder Jakobus. Jesus stirbt. Jesus wird begraben. Jesus erlebt eine körperliche Auferstehung. Dann erscheint Jesus dem Jakobus auferstanden. Es scheint, dass es sogar 1:1 ist. Jesus liebt Jakobus. Selbst als Jakobus Jesus nicht geglaubt hat. Auch als Jakobus dachte, Jesus sei verrückt. Jesus hat Jakobus trotzdem geliebt. Die Auferstehung überzeugt Jakobus davon, Jesus zu glauben. Aber zu keinem Zeitpunkt hat Jesus Jakobus aufgegeben. Jesus hat Jakobus nicht vor seinem Tod aufgegeben. Jesus hat ihn auch nach seiner leiblichen Auferstehung nicht aufgegeben. Die Zeugen Jehovas zerreißen Familien. Das ist nicht das, was Jesus mit seinem Bruder getan hat. Ein Zeuge Jehovas sollte sich an Jesus orientieren. Geben Sie die Menschen nicht auf. Schmeißen Sie sie nicht aus dem Haus. Ignorieren Sie keine Telefonanrufe. Wenden Sie sich nicht von ihnen ab. Das ist nicht das, was Jesus von ihnen erwarten würde.